Red Tonight. Oh, da bin ich ja schon wieder. Soll ich die Musik für euch ändern? Nein, alles gut so. Na dann, bis dann. Verehrte Herrschaften, als Sittenwächter muss ich Sie darauf hinweisen, dass dieser Raum nur zugänglich ist, wenn Sie die Meta-Ebene mit einem erhöhten Interesse an Sex eingerissen haben. Und auch dann ist er schrecklich vulgär. Sie wurden gewarnt. Ah ja. Okay, die sagt was anderes. Verehrte Herrschaften, bitte betreten Sie diesen Raum nur, wenn Ihre Sehnsüchte Sie zu der Versuchung unbedeckter Pixel hinlocken. Ah ja, das ist schon wieder so ein... Das sind schon wieder so Tafeln. Life Ripper. Hier stehe ich als pixeliger Beweis dafür, dass alles, was man tun muss, um eine Gastrolle in einem RPG-Maker-Spiel zu bekommen, ist... den Ersteller in den Wahnsinn zu treiben. Apropos in den Wahnsinn treiben. Dasselbe kann man übrigens mit Spielern erreichen, indem man ewig lange Schachtelsätze bildet, die nebenbei noch völlig überflüssige Nebensätze enthalten und sich über mehrere Textboxen erstrecken, sodass man am Ende des Satzes keine Ahnung mehr hat, wie er eigentlich angefangen hat. Oder was überhaupt das Thema war. Lol. Verehrte Herrschaften, gehen Sie bitte pfleglich mit den Sachen des Meisters um. Er ist schrecklich neurotisch, wenn es um seine schandvollen Importe geht. Okay, jetzt sagt sie aber das Gleiche. Zühner! Was? Habe ich dich nicht schon mal irgendwo gesehen? Unwahrscheinlich! Du meinst vermutlich meine Zwillingsschwester aus Elektra Kingdom. Zwillingsschwester, so. Sieht mir nach abgekupferten Ressourcen aus. Mag sein, aber ich bin dafür so etwa um 36% charmanter. Absolut. Vorsicht, was hier in einer Privatkammer des Meisters anfasst. Und Finger weg von Malik, sag. Meister Pass hat mich als Leibwächterin erschaffen, um dieses Amtgedenken nicht auszufüllen. Mir schlottern die Knie. Okay, da passiert nichts. Da fällt man wahrscheinlich runter, wenn man nicht aufpasst. Okay, wir speichern hier nochmal, Leute, denn wir haben ein paar Gegenstände bekommen. Lol. Ratgeber für Verliebte, wie man ein Herz gewinnt. Zeitschleifen, ein Selbstversuch. Ödipus-Komplex, helle Schatten, die Chroniken der Lilly-Riff. Rochefort sowie Mystik stehen hier. Mit denen reden wir gleich. Komm zu Papa! Bitte was? Okay. Das kam jetzt unerwartet. Schattenrune erhalten. Geheimnis. Meinem Enkel dieselbe Geschichte erzählen. Gerade so, als steckten wir in einer Zeitschleife fest. Wann fängt er endlich an, sich für Mädchen zu interessieren? Ach ja, noch etwas. Kommt nochmal zu mir, wenn ihr diese Geschichte abgeschlossen habt. Ihr werdet es nicht bereuen. Ah ja. Opa besteht darauf, mir jede Nacht dieselbe Geschichte zu erzählen. Und das, obwohl ich steil auf die 20 zugehe. Kein Wunder, dass ich bei den Mädels nicht lande. Wow. Vielleicht sollte ich mal das Ufer wechseln. Das mit dem Schminschenwerden war vielleicht doch nur so eine mittelgeile Idee. Mein Rücken... Was ist denn hier los?
Oh verdammt, das war ja der Raum. Sexisten-Macho. Helft uns! Oh Gott, holt uns hier raus! Frauenfeind-Vergewaltiger. Ihr müsst fliehen! Schnell, sonst bekommen sie euch auch! Lauft! Kann es sein? Alyda. Wir, das stolze Bündnis unabhängiger und stärker Vampirster und Frauen, kurz Sibus, werden die Schändungen unseres Geschlechts in diesem Spiel nicht länger hinnehmen. Die Männer haben uns lange belächelt und benutzt. Jetzt sind wir dran, Schwestern. Heute ist der Tag, an dem die Frau als solche endlich Gleichberechtigung erfahren wird. Oh, oh mein Gott! Es sind Feministinnen! Anastasia. Aus uns Diebenen wurde ein Harem gemacht. Hallo, Lieder wohl noch bei einer Szene geköpft. Und wozu das Ganze, frage ich euch, Schwestern. Wozu? Damit ein Cis-Mann-Spieler sein blutiges Vergnügen mit uns schwächlichen Weibern hat. Ich sage nein! Jaina. In beiden verdammten Teilen gibt es einen Puff mit lauter Prostituierten. Aber hat man auch nur einmal einen männlichen Prostituierten gesehen? Nein! Schuldig! Lapis Lara. An die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam werden wir die Machtgedanken der Frauenfeinde in den Papierkorb befördern. Eine Frau muss nicht auf ihre Ernährung achten, wenn sie gerade mal etwas über 400 Pfund wiegt. Kampf den sexistischen Schönheitsidealen! Ja, kenne ich auch nicht. Eine Frau muss nicht aufhören, sich wie die Axt im Wald zu benehmen und wirklich jedem ans Bein zu pissen und nur um allen zu zeigen, dass sie stark und unabhängig ist. Kampf den Doppelstandards! Saria! Psst! Mihara! Da wir gerade von Doppelstandards sprechen, ist es nicht irgendwie seltsam, dass wir Feministinnen ständig von Gleichberechtigung sprechen und zum gleichen Atemzug aber permanent bei jeder sich bietenden Gelegenheit als etwas Besonderes profilieren, ausnahmslos jedes Männerrecht mit Füßen treten, sie ununterbrochen als potenzielle Vergewaltiger einstellen und eigentlich nicht Gleichberechtigung, sondern Vorzugsbehandlung wollen? Vielleicht sind wir ja auch nur so unbeliebt, weil die meisten von uns schlichtweg schwer erträgliche Arschlöcher sind. Miara. Bist du verrückt, Xiaria? Wenn die Generäle das hört, mustert man uns als korrumpierte Männerschläfer aus und bringt uns in ein Konditionslager der Liebe. Wer hält das lieber für dich? Elaine. Es zieht mich an! Elaine, nein! Du darfst nicht zulassen, dass sie dich verwandeln! Kämpf dagegen an! Annabelle. So ist's recht, Schwester. Kämpfen wir gemeinsam.
Vater. Nur weil ich eine Frau bin. Stör mich nicht an, du Sexist. Elaine, ich bitte dich, erinnere dich an unsere Liebe. Wehr dich. Morgana, lol. Spürst du es, meine Liebe, wie du ihr Männer durch deine Venen fließt? Wir brauchen keine Machos, um glücklich zu werden. Ich hasse drei Dinge. Rassismus, Sexismus und weiße Männer. Du darfst mich nicht schlagen, wenn ich dir in den Magen trete. Frauen schlägt man nicht. Sie ist verloren. Und wir dachten, Schattengeister wären die schlimmsten Parasiten. Von heute an wird mich, mein Lieben, die Feminismus. Was passiert eigentlich, wenn wir unser Ziel erreicht haben und die Männer uns gleich behandeln? Ist der Feminismus dann nicht überflüssig? Das war knapp. Ich dachte schon, ich hätte dich verloren. Keine Sorge, Warner. Die Hauptzielgruppe von Feministinnen sind schließlich übergewichtige, ungeliebte Mitzwanziger mit fragwürdigem Weltbild und zweifelhafter Toleranz. Also definitiv nicht ich. Stimmt, du bist ja schon in den deinen 30ern. So. Unmöglich, diese Tür mit normalen Mitteln zu öffnen. Okay, dann halt nicht. So, wir hatten ja schon gespeichert, also... Da passiert gar nichts. Das werde ich an eurer Stelle nicht machen. Da schläft mal nix. Und ich werde dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Spieler, bist du taub? Finger weg! Ich werde sonst sehr ungemütlich. Okay, ich speichere lieber mal. Na schön, ich verstehe, was hier los ist. Du bist neugierig und willst sehen, was passiert. Spider, du fasst dich noch ein paar Mal an und ich schicke dich mit besten Grüßen auf den Game Over Screen. Mach dir keine Hoffnung, mich zu besiegen. Du willst echt gegen sie kämpfen? Ich will gegen sie kämpfen. Mir platzt gleich der Kragen! Event anzuhintern! Ich habe dich gewarnt! Wir haben tatsächlich Schaden erlitten, aber wir durften nicht gegen sie kämpfen. Na gut, aber wenigstens bin ich gestorben. Ein Geheimnis. Blutelixier halten. Geheimnis. Doctoru Pepero. Wo seine Art Zaubertrank. Doctoru Pepero Specialu. Seltsamer Zaubertrank. Teufelsfähre halten. Geheimnis. Nur noch wertloser Schrott. Alternate Virus of Ragnarök. Feuer um Mitternacht. Zwielicht. Sonnenschauer. Elektra Kingdom, Dreamland R, IB, Assembling the Void, Mondschein und auch Licht und Finsternis stehen hier. Alles ziemlich interaktive Bücher. Umineko Nonaku Koroni, A Lollipop or a Bullet, Her, In Your Eyes, Transistor, Literaturclub der Aufregung, Nier Philosopher, And Then There Was No One sowie Switch, Fluch oder Segen stehen im Regal. Wo dein großer Lesefreund? Nur noch wertlose Schrott. Ah, eine Reiskocher! Die sind praktisch! Ein was? Schon gut, nicht so wichtig! Okay, da sagt sie auch das Gleiche.
Dieser Schrank ist ganz kalt. Den fasse ich besser nicht an. Reposa in Pace. Hey, Finger weg von meiner Eisammlung. Oder Eisammlung. Die ist heilig. Und falls euch nicht klar ist, wer dieses bezaubernde Wesen ist, solltet ihr schleunigst Alternate World Heroes of Ragnarök spielen. Klar? Jetzt weg von meiner Ei. Okay. Da ist das Gleiche. Auch hier. Ja. Da komme ich nicht nach oben. Freut mich, dass ihr mich auch in meinem Tempel des Narzissmus besucht. Fremdscham? Sicher. Aber wie sagte schon der kanadische Dichter Ken Ishkorb? We don't kink shame. No. If you're into it, just be into it. Aber ihr seid nicht für Poesie hier, nicht wahr? Sobald ihr die drei Endpfade durchgespielt habt, bekommt ihr vielleicht drei Geschenke von mir. Nicht zu vergessen, das großartige New Game Plus Feature, das noch mehr nach Narzissmus stinkt. Freut euch darauf! Und jetzt bitte, lasst einen... Mann? Das Bild sah wie eine Frau aus. Und jetzt bitte, lasst einen Mann sein blutiges Geschäft verrichten. Wenn es sein muss, baue ich mir noch eine Dialogseite mit zufällig ausgewählten Nachrichten ein. Jetzt verpfeift euch. Euch. Nein, wirklich, verpfeift euch. Was ist das? Angriff der Ares auf Schloss Farim. Ausgerechnet nicht Schloss Farim. Da haben wir ja nur die 26 Söldner. 10 Elras sind es. Kommt schon, die schaffen wir. Wir haben doch den Turmkampf jetzt auf einmal, den Belagerungskampf um einmal verbessert, oder? Ja, einer tot. Noch einer tot. Ja. Metzelt sie nieder, Jungs. War da jetzt gerade die Klospülung? Der Angriff kam echt sehr ungünstig. Verdammt, Jungs, es sind nur noch 6 Eras. Das heißt, ihr habt das Vieh besiegt. Verdammt. Die Hälfte unserer Jungs ist schon fast weg. Noch 2, nur noch einer auf Reserve. Da war schon wieder die Klospülung. Verdammt, gleich haben wir nur noch 10 in der Reserve. Aber es sind nur noch 4 Elras. Ja, keine Reserve mehr. Nur noch 2. Nur noch dieser eine. Mach ihn fertig. Mist. Ja, geschafft. Sieg. Oh, nur noch 10. Das heißt, 16 haben sie besiegt. Puh. Aber genau wie ich gesagt habe, so 10, 15. So, da ist doch jetzt gerade dieses Ding da aufgetaucht. Seit dem Release von Everlasting Blood hält die Welt den Atem an. Man fragt sich, was kommt jetzt? Was wird dieser Mann als nächstes in Angriff nehmen? Die Antwort ist simpel. Schlaf. Und danach vielleicht irgendwann den Finalmix eines weiteren großen deutschen Klassikers. Einer, der nicht gut gealtert ist. Aber das wird dann wirklich nur ein Finalmix. Den Inhalt dieser Truhe könnt ihr gerne haben, aber erst wenn ihr 1250 Geheimnisse gefunden habt. Den Inhalt dieser Truhe könnt ihr gerne haben, aber erst wenn ihr den wahren Pfad besiegt habt. Den Inhalt dieser Truhe könnt ihr gerne haben, aber erst wenn ihr den Clan besiegt habt. Den Inhalt dieser Truhe könnt ihr gerne haben, aber erst wenn ihr die Eras besiegt habt. Okay. Oh. Ein Bart.
Das ist eine Art Figur. Aber warum hat die denn so große... Und warum sind ihre Augen größer als Mund und Nase zusammen? Und dieser Hintern? Hört ihr jetzt wohl auf, diese Figuren zu starren? Das Mädchen ist doch höchstens 16.